Der Lebensraum unserer Fische im Aquarium sollte möglichst naturnah sein. In der Natur werden Stoffe ausgetauscht und umgewandelt. Im Aquarium benötigt man hierfür zuverlässige Aquarientechnik wie einen Filter, eine Heizung und eine Luftpumpe. Nicht nur durch den Filter wird Wasser im Aquarium bewegt und umgewälzt. Auch eine Luftpumpe sorgt für Wasserbewegung. Gleichzeitig wird das Wasser mit Sauerstoff aus der Luft angereichert. Jedes Aquarium benötigt eine Tetra-APS-Luftpumpe, um vor allem nachts, wenn der Bedarf am höchsten ist, die Lebewesen im Aquarium mit Sauerstoff zu versorgen. Hängen Sie den Ausströmerstein der Luftpumpe nicht zu tief in das Aquarium oder legen Sie ihn nicht auf den Boden, da sonst Mulm aufgewühlt wird und das Wasser sehr trüb wird. Macht die Luftpumpe nach einer gewissen Standzeit Geräusche oder haben Sie das Gefühl, dass die Leistung nachlässt, sollte der Ausströmerstein durch einen neuen ersetzt werden und schauen Sie sich mal die Mechanik in der Luftpumpe an. Ziehen Sie den Netzstecker dafür und dann lösen Sie die Schrauben am Boden und erhalten direkten Blick auf die Membran mit den Magneten und Schwenkarmen. Alle Teile sind qualitativ sehr hochwertig. Nach einer gewissen Nutzungsdauer geben diese Materialien allerdings nach und müssen ausgetauscht werden. Dies ist kinderleicht. Sie entnehmen das komplette Modul aus der Luftpumpe und ersetzen es durch ein neues. Nun ist das Gerät wieder betriebsbereit. Tetra-APS-Luftpumpen dienen nicht nur der Sauerstoffversorgung Ihrer Tiere und Pflanzen, vor allem nachts, sondern werden auch eingesetzt bei einem Überbesatz an Fischen, zum Beispiel durch Jungfische, bei zu warmen Wassertemperaturen im Sommer oder in Krankheitsfällen. Nun noch ein Tipp. Besitzen Sie ein CO2-Düngesystem, sollte Ihnen bekannt sein, dass die feinen Luftbläschen einer Luftpumpe dazu führen, dass eingebrachtes CO2 wieder abtransportiert wird. Allerdings benötigen die Pflanzen auch nur tagsüber Kohlendioxid für ihre Photosynthese. Nachts atmen sie wie alle anderen Lebewesen auch Sauerstoff. Um also nicht in einen Konflikt zu kommen, nehmen Sie doch tagsüber die CO2-Anlage in Betrieb und belüften Sie nachts nur mit einer Tetra-APS-Luftpumpe. So schaffen Sie für alle Lebewesen einen geeigneten Lebensraum.